Schöcks Fernsehgarten darf nicht mehr Fernsehgarten heißen und Dummheit schützt vor Strafe nicht. Was es damit auf sich hat, das klären wir in diesen Nutzerfragen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und es ist mal wieder Sonntag, Zeit für eure Nutzerfragen. Und wir beginnen mit einer Frage von Denden. Er fragt, ich bin Fan der Sendung Rocket Beans. Das ist ein Streaming-Sender auf Twitch und jetzt auch auf YouTube. Und die haben Post bekommen vom ZDF. Warum? Rocket Beans hat offenbar eine Sendeformat, das heißt Schröcks Fernsehgarten. Und das ZDF kam jetzt mit einer Abmahnung und sagt, wir sind das ZDF und der ZDF Fernsehgarten, der ist markenrechtlich geschützt und deswegen muss Schröcks Fernsehgarten sich doch bitte umbenennen. Und jetzt die Frage von Dennis, inwiefern hat das ZDF da recht? Nun, so wie du es beschreibst, und der Brief ist ja bei Twitter dann auch online gestellt worden, der Anwaltsbrief, sieht es so aus, dass tatsächlich hier Markenrechte bestehen. Und es gibt auch einen sogenannten Werktitelschutz. Das heißt, wenn jemand ein Fernsehformat hat, und das heißt schon in einer bestimmten Art und Weise, darf jemand anderes nicht nochmal so ein Format machen. Und da sieht mir vieles so aus, als wenn man tatsächlich nicht noch eine zweite Sendung Fernsehgarten nennen darf. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote am Rande. Die Jungs von Rocket Beans haben ja offenbar die Abmahnung online gestellt. Da wäre ich auch mit vorsichtig, denn so eine Abmahnung ist urheberrechtlich geschützt. Und wenn man diese ohne weiteres bei Twitter verbreitet, kann man eine Abmahnung wegen Online-Stellens der Abmahnung bekommen. Also ist schon tatsächlich eine ernstere Nummer. The Mr. Endlich fragt, da geht es um unser Video, MP3-Download von chinesischen Seiten legal oder illegal. Sie sagen, man macht sich nicht strafbar, wenn man was runterlädt und gar nicht weiß, dass das da illegal ist. Aber gibt es nicht das Sprichwort, Dummheit schützt vor Strafe nicht? Ist das Sprichwort jetzt wahr oder ist es unwahr? Es ist zunächst einmal so, dass hier es darum geht, dass man im Urheberrecht eine Privatkopie anfertigen kann, falls eine Seite nicht offensichtlich illegal ist. Hier geht es nicht um irgendwelche Strafen, die der Staat verhängt, sondern um reine Urheberrechtsverletzung. Das ist eine ganz andere Ebene, zivilrechtliche Ebene. Und in diesem Gesetz steht eben drin, wenn man nicht weiß, dass etwas offensichtlich illegal ist, dann kann man sich eine Privatkopie anfertigen. Das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme. Dieser globale Grundsatz, Dummheit schützt vor Strafe nicht, der ist in der Regel schon ganz richtig. Denn im Urheberrecht ist es so, dass zum Beispiel bei der Tauschbörsennutzung, wo man Sachen nicht privat kopiert, sondern weiter verteilt, ist was anderes. Verteilen ist was anderes als kopieren. Da ist es schon so. Selbst wenn ihr nicht wisst, dass das illegal ist, haftet ihr und dann gilt vielleicht ein Stück weit wieder dieser Volksgrundsatz, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Also ob man es weiß oder nicht, da würde man auch in die Haftung für kommen. Hans Müller fragt, kannst du mir vielleicht erklären, ob Musik, die man sich runtergeladen hat, für einen dann lizenzfrei ist? Das bezieht sich jetzt auf die Seite Music163, über die wir ja berichtet hatten. Das hat auch viel Traffic bekommen, das Video, und hat euch offenbar sehr interessiert. Es ging darum, dass man sich Musik von chinesischen Seiten herunterlädt und ich die Rechtsauffassung vertrete, dass das im Rahmen der Privatkopie legal ist. Und jetzt sagt Hans Müller, naja, wenn ich es mir legal runtergeladen habe, ist dann diese Musik lizenzfrei und kann ich von da an mit der Musik machen, was ich will und eventuell auch kommerziell nutzen. Klare Antwort, nein, das geht nicht. Man darf zu privaten Zwecken die Musik nutzen, aber wenn man zum Beispiel DJ ist, darf man diese so heruntergeladene Musik keinesfalls auf dem Laptop mitnehmen in die Diskothek und dann da einfach die Musik abspielen. Und für alle anderen schon gar nicht, darf man die Musik dann wieder online stellen. Also die Rechte bleiben identisch für den eigentlichen Urheber. Es ist nur für euch der Vorteil, dass ihr solche Musik im privaten Rahmen nutzen dürft, aber ansonsten verändert sich da nichts. Tolle Nutzerfragen, wie ich finde, die ihr in dieser Woche wieder unter dem Hashtag FragWBS in die sozialen Netze und irgendwo ins Internet gepostet habt. Macht damit gerne weiter. Wir suchen eure Nutzerfragen, werden die beantworten und ich merke, ihr werdet richtig zu Jura-Freaks, weil die Fragen schon ziemlich ins Detail gehen und ich auch das eine oder andere Mal grübeln muss, um die beantworten zu können. Euch danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis morgen.